Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Brothers, wo ich wahrscheinlich nicht das Finale erreichen werde. Das hatte ich gestern gesagt, oder beim gestrigen Part angedeutet, dass das vielleicht passieren könnte. Dann habe ich mich daran erinnert, dass in diesem Level 8 Burg 2 kommt und nein, ich werde es nicht schaffen. So, wir sehen hier aber eine wirklich, wirklich coole Sache, und zwar sie haben die Level-Idee aus 7.2 wieder aufgegriffen. Erinnert euch, 7.2, das Level, in welchem wir diese bewegende Plattform hatten und wenn wir nach links weit genug gelenkt haben, nach rechts wieder rausgekommen sind. Gepaart haben sie das mit der Idee, die wir ja schon mal in einer Burg hatten, nämlich, dass diese Lava von unten aufsteigt, wie ich damals schon gesagt habe, ähnlich wie Giftgemäuer, oh Gott. Nur, dass man hier natürlich ein bisschen neuen Flair dadurch reinbringt, dass man jetzt hier überlegen muss, wie man vorkommt. Das ist übrigens eine epische Hommage an das originale Mario Brothers. Weil das originale Mario Brothers sieht im Prinzip genau so aus. Und da muss man jetzt zum Beispiel überlegen, jetzt nach keine überalten Sprünge zu machen, sondern einfach in die andere Richtung zu gehen, damit man gut durchkommt. Also, das war wieder wirklich sehr, sehr schön integriert. Und jetzt werden einige gemerkt haben, ich dachte, das ist keine Lava-Welt, es kommen aber nur Lava-Welten. Ja, ich sag mal so, es ist vielleicht eine Semi-Lava-Welt, aber wie gemerkt habt, am Anfang war der Theme nicht unbedingt Lava-zentriert, sondern mehr Geisterwald-zentriert, einfach um eine gruselige Atmosphäre zum Ende zu erzeugen. Aber jetzt haben wir hier Vulkane im Hintergrund, wie ihr seht, Knochentrocken, die da rumliegen, und das ist im Prinzip, aber erst nachdem Bowser Jr. die Brücke ausgefahren hat, die dann letztendlich hierhin geführt hat. So lange hat es aber dann doch gedauert, bis man darauf kam. So, oh Gott, ja, diese Gesellen, ich glaube, den haben wir bisher tatsächlich noch nicht im Spiel gesehen. Kann das sein? Doch, ich glaube wirklich, dass das ist das erste Mal ist, dass er auftritt. Gut, also vielleicht kurz zu seinen Personalien. Das ist der Sumo-Bruder. Und der Sumo-Bruder ist ähnlich wie ein Hammer-Bruder, nur viel größer. Und dadurch passiert es, dass wenn er stampft, wir für kurze Zeit paralysiert werden. Es sei denn, wir befinden uns in der Luft. Ähnlich wie im Prinzip Klubbers Bruder in Donkey Kong Country 2, ich weiß gerade gar nicht mehr, Klunga hieß der so, ich weiß es nicht mehr, gerade hundertprozentig, aber Klatsch kann das sein? Ja, auf jeden Fall so ähnlich, die sind vom Design her doch relativ nah beisammen. Und Feuerbruder, Mario, wir haben das Geheimnis des Feuers entdeckt, wir sind jetzt genauso mächtig wie du, wir werden dich besiegen! Wow, ja. Ihr habt das Geheimnis des Feuers entdeckt, dadurch habe ich euch nur noch schneller erledigt, weil ihr nicht mehr auf so einem großen Raum angreifen könnt. Amateure. Ja, also tatsächlich finde ich die Feuerbrüder teilweise einfacher. Natürlich, sie feuern schneller. Aber am schlimmsten sind die Bumerang-Brüder. Oh ja, behalt das Ding mal. Die sind am allerschlimmsten, weil sie am großflächigsten angreifen können. Und eben auch tatsächlich sehr, sehr schnell werfen. Definitiv muss ich bei denen aufpassen. So, da ist wieder der Sumo-Bruder. Und den muss ich schnell erledigen. Und jetzt nur ganz, ganz kurz den Angriffsknopf tippen, genau. Weil ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich da jetzt zu lange drauf gehalten. Und ich versuche ihn aber zu ignorieren. Schnell, gut. Dann wäre ich mitten durchgefallen und wäre an den Tod gefallen. Gleichzeitig muss ich den Sumo-Bruder schnell ausschalten. Oh. Habe ich den Paracopo wohl etwas zu schnell erledigt? Ja, mag ich mal hier. Gleichzeitig muss ich den Sumo-Bruder schnell ausschalten. Sonst hätte er beide Gänge zerstört. Er hätte sich dann zwar auch in den Tod befördert, aber ich werde nicht mehr wirklich gut an die Sternmünze rankommen, je nachdem wie er stampft natürlich. Von daher muss man das schnell erledigen. So, und wir betreten damit nun die letzte reguläre, oder das letzte reguläre Level dieses Spiels. 8,
8, so wenn die übrigens Spinnen herumschleudern. Und das ist wohl ein relativ berühmtes Konzept. Ich glaube, die meisten von euch, die schon mal in Super Mario Bros. Gespielt haben, werden dieses Konzept gesehen haben, denn das Spiel arbeitet sehr, sehr gerne damit in seiner letzten Welt, nämlich mit herabfallenden Meteoriten. Und die haben natürlich eine besondere Schwierigkeit, da man hier auf zwei Sachen achten muss. Zum einen, dass man nicht, wie mir vorhin passiert ist, sich zu weit oben befindet, sodass man... Ich kann ja übrigens die zweite Sternmünze nur als Mini-Mario holen, daher ignoriere ich sie erstmal. Die müsste jetzt gleich kommen, genau hier, aber es bringt mir noch nichts. Zum einen muss man darauf achten... Wow, 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 okay, dass, wie gesagt, nichts zerst oder man oberhalb nicht getroffen wird, wenn die nach unten kommen. So, hier, so kann ich weit genug hochspringen. Zum anderen muss man darauf aufpassen, dass sie nichts zerstören, was man braucht, weil solche Brocken zerstören sie, sie zerstören normale Freizeitbrocken, sie zerstören Gegner oder starren sie zumindest auf. Ich bin deshalb wie ein Warzicker bis zum Ende gerannt. Außer dem Boden. Den Boden zerstören sie natürlich nicht, außer er besteht aus Steinen. Deswegen muss man eben darauf achten, dass er zum einen nicht die Sachen kaputt macht, die man für das Level benötigt, und zum anderen einen selbst nicht kaputt macht, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich gehe jetzt aber erstmal in 8 Burg 2 und mache das dann am Ende, wie ihr es mittlerweile gewohnt seid, oder beziehungsweise nach diesem Level, wie auch immer lang das dauern wird, denn es ist das Grauen. Zwar nicht so schlimm wie die Sternmünze, die wir letztes Mal bekommen haben, aber wirklich nett immer noch nicht. Wir haben hier, wie ihr seht, wieder diese Snake-Fragezeichen-Schlange. Und diesmal fühlt es sich noch mehr wie Snake an, weil sie wirklich versucht, den Platz so optimal es geht auszunutzen. Und wir müssen auf ihr draufbleiben und so versuchen, nach oben zu kommen. Natürlich gibt es hierbei auch Sternmünzen, die wir einsammeln müssen, jedoch lässt sich die Snake-Schlange immer so viel Zeit wie nur geht und macht so viele Umdrehungen wie möglich. Übertrieben gesagt, um da hinzukommen. Und jetzt werde ich schon den süßen Geruch des Todes schnuppern, weil ich runtergefallen bin. Ich meine, wäre ich da am Rand gelandet, hätte ich es theoretisch vielleicht noch irgendwie rüber geschafft, aber ja, da war jetzt nicht allzu viel zu machen. So, Hammer, Bruder. Lass mich einfach in Ruhe, ich möchte nicht wissen, was du für ein Item für mich hast, weil 1 zu 1 gegen dich zu kämpfen, das geht schon wieder super los. Das ist so ein wundervoller Start in die Burg, vor der ich schon, seit ich Part 1 gedreht habe, Angst habe. Ich meine, es ist eine würdige letzte Burg, versteht mich jetzt echt nicht falsch. Vor allem, weil es eben das Burg-Theme wirklich perfekt einfängt, und Burgen sind ja immer, wie gesagt, etwas, was von oben nach unten verläuft. Und wir hatten da ja schon mehrere Varianten. Wir hatten Lava, die von unten aussteigt, wir hatten eine Platte, die uns nach oben befördert, Stacheln, die uns im Weg stehen, einfach nur so, oder einfach nur Platten, die wir hochspringen müssen. Und jetzt hat man im Prinzip diese Schlange, die uns mehr oder weniger von sich aus nach oben befördert. Und wir müssen einfach auf ihr draufbleiben und schauen, dass wir bis zum Ende durchhalten. Also es fängt den Burgtheme wirklich perfekt ein. Ich finde auch, das passt viel besser als in einem Schloss. Also ich muss tatsächlich auch sagen, dass neben dem vielen Frust, den ich hatte beim Level oder in 7 Schloss, fand ich, hat es auch nicht so gut zu diesem Theme dort gepasst. Ich meine, klar, es war in der Wolkenwelt. Dafür hat es dann schon funktioniert einigermaßen. Aber vielleicht ein Wolkenschloss, so wie in Super Mario 64, wo man stattdessen mit dem Teppich durchfliegt. Sowas hätte ich vielleicht ganz cool gefunden dort. Aber hier fängt es die Atmosphäre wirklich gut an. Und übrigens, nettes grafisches Detail, dass man hier die leichten Lava Funken, genau, Funken sieht. Ich weiß nicht, ob man bei Lava von Funken sprechen kann. Weil Lava ja nicht gleich Feuer ist. Wow, rast halt aus. Aber die sieht man auf jeden Fall hier im Vordergrund. Und es ist auf jeden Fall im Vordergrund, weil die nämlich vor den Objekten verlaufen, wie Mario und dem Snake-Block. Der Snake-Block-Schlange hier. So, jetzt müsste eigentlich gleich die dritte Sternmünze hier irgendwo random kommen. Daran erinnere ich mich. Sehr gut, ja, dort. So, schnell rüber und direkt. Ja, ich habe immerhin schon mal 3.
Jetzt muss ich halt nur noch Mini-Bowser besiegen und ich habe keinen Maxi-Pilz, womit ich ihn schnell ausschalten kann. Ich komme immer wieder! Junge, ernsthaft. Wir haben jetzt schon 50 Mal oder so gegeneinander gekämpft. Es waren gerade mal 10 Mal! Nun, wie dem auch sei. Ich habe dich jedes Mal besiegt. Du hast mich erst 9 Mal besiegt. Das hier ist nicht mitgezählt. Okay, dann werde ich dich jetzt zum 10. Mal besiegen. Wenn es dich wirklich glücklicher macht. Ich habe aber einen Panzer. So böse. Junge, ich werde dir jetzt etwas sagen. Du bist nicht böse. Du bist eine Pussy. Gar nichts an dir ist böse. Arsch. Aber Bowser Jr., man sagt das nicht. Man sagt nur Tannenzapfen. Oh, ich habe was anderes als Tannenzapfen gesagt. Ich bin so böse. Kastanie. Du Kastanie. Okay. Ja gut, dann nehme ich an, wenn ich kein Pilzhaus hier mehr habe, sehen wir uns gleich wieder, nö? Okay, dann. Das hat jetzt wieder... Am Ende, ich wollte ja einfach nur hier irgendwie bis zum Ende dieser Sternmünzmarathons kommen, damit ich mich dann im Schloss widmen kann. Und ohne Witz, ich habe 8 Mal... dieses Pilzhaus starten müssen, bis ich den Mini-Pilz bekommen habe. 8 Mal. So. Jetzt muss ich aber erstmal versuchen, hier zum Ende zu kommen. Und das ist... Ich empfinde immer noch das, was ich in... was ich in 8.4 machen musste, als deutlich schlimmer. Aber auch hier ist man mit Mini-Mario einfach auch, weil man nicht wirklich hochspringen kann und weil ein Treffer gleich tot bedeutet, nicht so gut dabei. Zumal man ja dann noch zum Ende kommen muss. Und ich glaube, das stellt auch eine enorme Schwierigkeit dar. Natürlich könnte ich vorher zu Mini-Mario werden, aber ich meine, die Idee ist es ja praktisch, dass ich das hier erstmal normal durchmache. So, jetzt kommen gerade keine Meteoriten, das heißt schnell. Nein, jetzt kommen sie. Ja, runter da. Okay, ich bin schon mal unten. Und so wie ich das sehe, sind ja keine Gegner. Das heißt, dahingehend kann wenig passieren. Das Einzige, was jetzt hier eigentlich passieren kann, ist, dass ich so lange rumlaufe, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber ich vermute mal nicht, dass ich das hinbekomme. Das wäre schon eine Leistung eines anderen Sterns, wenn ich hier 5 Minuten rumlaufe. Ich meine, gut, das Labyrinth ist jetzt gar nicht mal so schlecht, aber man sieht doch relativ schnell durch. Die größte Schwierigkeit hier ist, dass Mario als kleiner Mario dazu neigt, über Hindernisse oder über Abgründe, besser gesagt, sehr schnell drüber zu laufen. So. Machen wir das so. Und dann hier hinauf. So, und jetzt irgendwie überleben, was nicht einfach ist. Gerade wegen seinen Sprüngen. Ich hole mir deswegen mal diesen Stern hier. Bitte komm her, Stern. Gut, und jetzt zieh, beziehungsweise hol dir den... Was? Ich dachte, hier ist noch ein Stern drin. Egal, okay, zieh. Zieh, ja. Oh Gott, ist dieser Stern weg. Nein! Nein! Okay, dann was meine ich? Ich kann einfach... Ich bin immer zwischen diesen Dingern eingesperrt. Nein. Nein. Wieso ich? Ich habe jetzt weitere 11 Mal gebraucht, bis ich diesen Mini-Pilz hatte. Ich bin irgendwann dazu übergegangen und habe gesagt, mir ist egal, ich höre jetzt Musik und warte, bis ich diesen Mini-Pilz bekomme und zeige euch nicht, wie ich ihn im Haus bekomme, weil das mir dann doch irgendwann einfach zu blöd war. Ich habe jetzt insgesamt 19 Mal versucht, so ein Haus aktivieren müssen. Und das ist, ich meine, gut, wenigstens ist hier der Speicherpunkt relativ nah, aber das nützt mir ja nichts, wenn ich jedes Mal die Pilzhäuser neu aktivieren muss, weil ich eben keinen unendlichen Vorrat daran habe. Ihr könnt übrigens ruhig mal weggehen, Steine, danke. Und jetzt sind wir wieder hier. 11 Mal, Leute, 11 Mal. Wirklich, irgendwann habe ich einfach Spotify angemacht und habe gesagt, yo,
habt Spaß. Ich höre jetzt Musik. Und ihr macht, was immer ihr wollt. Und ich hoffe, diesmal komme ich wirklich bis zum Ende. Wie gesagt, wenn... Es ist halt echt... Man kann diesen Meteoriten wirklich schwer dann auch ausweichen. Klar, man ist klein. Man kann vielleicht noch versuchen... anstatt, dass man, wie ich das letzte Mal, versucht nach oben auszuweichen, versucht nach rechts oder links auszuweichen, aber man ist halt doch, was die Gegner angeht, dann immer in der schwächeren Position. Und von daher, ja, ich hoffe einfach, es gelingt mir jetzt besser. So, haut ihr mal ab. Wart jetzt mal kurz, weil hier können die mich ja zum Glück nicht treffen. Deswegen warte ich mal, bis die den Himmel aufgefahren sind. Und dann auf halbem Weg explodiert sind. Und die Steine natürlich wechseln. Ich glaube, jetzt kann ich gleich springen. Jo, jetzt. Jetzt bricht auch der Vulkan aus. Und komm, Stern. Komm. Stern, komm doch her. Okay, gut. Und hier ist wirklich ein... Okay, gut. Der Pilz ist aber letztes Mal weggegangen, weil er schon aktiviert war. Weil... Wow. Ich dachte mir erst, es war ein Pilz. Und dann habe ich gesehen, da kommt eine Münze raus. Und dachte ich mir, da war es ein Stern. Der hier eigentlich mal sein sollte, weil das sah einfach komisch aus. Normalerweise sind Pilze nicht so platziert. So, Leute. Ich bin, was meine geistigen Kapazitäten geht, am Ende. Und das jetzt mit den Credits würde zu lange dauern. Deswegen das nächste Mal das große Finale bei New Super Mario Bros. Wer das sehen will, abonnieren. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mich unterstützen wollt. Oder unterstützt mich auf Patreon. Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr darauf, euch alles nächste Mal wieder zu sehen. Bis dann.